Sie sehen hier nun, dass die dem Box bereits an der Wand montiert ist. Sie sehen, von dem APL haben wir hier die Leitungen auf der ungeschützten Seite hineingeführt und gehen über diese Federzugklemmen dann über das Schutzgerät auf der geschützten Seite weiter zu der TRI-Dose. Nun bereite ich die Leitungen in dem Fall endgültig vor. Zuerst werde ich die ungeschützte Seite an den richtigen Klemmen einsetzen. Das erfolgt mittels den Federzugklemmen in dem Fall hier an der Oberseite mit einem Schraubendreher eindrücken. Die Klemme öffnet sich hier. Das Kabel ist befestigt zum einen. Nun der zweite. Und Sie sehen auch hier jetzt in dem Fall noch, dass ein Beidraht beiliegt. Diesen können wir dank der dritten Klemme mit auf den Schirm, mit auf das Erdpotenzial auflegen. Auch hier dasselbe Prinzip. Die ungeschützte Seite ist jetzt auf der Platine befestigt. Nun gehen wir auf die geschützte Seite weiter. Es sollte hier darauf geachtet werden, dass die geschützte Seite und die ungeschützte Seite separat verlegt werden. In diesem Fall haben wir die ungeschützte Seite über den APL auf der linken Seite hineingebracht und werden mit der geschützten Seite von der TRI-Dose das weiterhin wieder auf der anderen Seite nach oben hinausführen. Zuletzt benötigen wir den Anschluss an den Potentialausgleich. Wir haben hier bereits auch ebenfalls den Anschluss vorbereitet. Hier finden wir eine 4 Quadrat PE-Leitung, die sich zum nächstgelegenen Potentialausgleich hinbewegt wird. Hier werden wir an dieser Klemme den PE-Draht ebenfalls einführen. Somit ist der Anschluss der DIN-Box fertig. Wir haben die Leitungen verlegt, wir haben die Leitungen befestigt. Mittels der Federzugklemmtechnik ist das in diesem Fall problemlos möglich. Zuletzt müssen wir das Gehäuse wiederum schließen. Nun zuletzt den Stecker in die entsprechende TRI-Dose wieder einstecken. Die letzte Funktion, die letzte Möglichkeit ist hier, das Ganze wiederum auf Funktion zu überprüfen. Und somit ist das Installieren einer DIN-Box in einem Telefonanschluss fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen.